Bisher wurden diese Gelder, die in Unternehmen kumulierbar sind, bei Versicherungen angelegt, waren unwiederbringlich weg. Das Geld war außer Haus, aber die Haftung blieb noch im Haus beim Unternehmer. Jetzt machen sie es umgekehrt. Das heißt, die Haftung geht außer Haus und das Geld bleibt im Unternehmen. Da schießen jetzt natürlich Versicherungen dagegen. Mit welchen Argumenten? Ja, die Argumente sind relativ egal, die Lösung ist das Entscheidende. Es kann kein Versicherer wegdiskutieren, dass Paragraph 1 Betriebsrentengesetz der Arbeitgeber immer für die Erfüllung der Ansprüche verantwortlich ist und immer für die Erfüllung der Ansprüche in der Haftung ist. Egal, ob das die Direktversicherung, die Pensionskasse, die rückgedeckte Unterstützungskasse und so weiter ist. Wenn er dafür in der Haftung ist, kann er es natürlich auch gleichzeitig selbst machen und die Vorteile nutzen.